Höhensatz des Euklid. Der Höhensatz des Euklid heißt h Quadrat ist das gleiche wie p mal q. Der Höhensatz des Euklids gilt nur für ein rechtwinkliges Dreieck. Deswegen ist hier oben ein rechter Winkel. Ne? Gegenüber dem rechten Winkel liegt hier die Hypotenuse c. Ne? Die Hypotenuse c, also klein c, ist aufgeteilt in q und p. Und in der Mitte hier ist eine senkrechte, eine orthogonale zu der Seite c gezeichnet, nämlich die Höhe h, die durch den Punkt c geht. Ne? H Quadrat, also dieses Quadrat von h, h mal h, dieses Quadrat ist genauso groß, als würde man p mal q, q würde ja bis hierhin gehen, also p mal q rechnen. Das, was hier der Flächeninhalt ist genauso groß wie dieser Flächeninhalt durch das h. Das zeige ich euch nochmal zum Schluss, da zeichne ich das nochmal ein. So, wir wollen jetzt h berechnen, die Höhe wollen wir wissen. Wir haben P, P ist 50 cm und Q, Q ist 10 cm. Jetzt setzen wir es einfach in die Formel ein. H wissen wir nicht, H wollen wir gleich rauskriegen. Hier, ne? H gleich, da steht noch nichts. Die Formel heißt ja dann H Quadrat. Ist das gleiche wie, jetzt lasse ich erstmal die Zentimeter weg, P über 50 cm, also 50 mal Q, Q war 10, ne? Jetzt im nächsten Schritt würde man sagen, H Quadrat ist das gleiche wie 500, ne? Weil 50 mal 10 sind 500. Jetzt steht hier aber H Quadrat, wir wollen H rauskriegen, also müssen wir dieses Quadrat wegmachen. Wie kriegen wir das hin? Einfach Operationsstrich machen und hier eine Wurzel hinter. Jetzt müssen wir auf der linken Seite die Wurzel nehmen und auf der rechten Seite die Wurzel aus 500. Auf der linken Seite würde die Wurzel weggehen, ne? Das Quadrat weggehen. Das Quadrat und die Wurzel heben sich gegenseitig auf. Das ist ein Rechengesetz. Auf der linken Seite steht dann nur noch h. Auf der rechten Seite, das kann man jetzt nicht im Kopf, die Wurzel aus 500 müssen wir berechnen. Wurzel aus 500 wäre 22,36, kommt da raus. Hinter der 6 steht eine 0, deswegen runden wir ab, also 22,36. Dann wäre jetzt h, könnte man hier oben hinschreiben, 22,36. Ne? Das wäre das Ergebnis hier. Ne? Könnte man nochmal rot unterstreichen. Jetzt haben wir h ausgerechnet. Ne? 22,36 cm würde man noch hinterschreiben. Zentimeter. Ne? Das ist das Ergebnis. Mit dieser Formel, wenn wir P und Q gegeben haben, können wir H einfach ausrechnen. Ne? Jetzt machen wir es mal so, dass wir Q nicht gegeben haben. H haben wir gegeben und Q ist nicht da. Wir wollen jetzt Q ausrechnen. Ne? Mache ich das hier nochmal weg. Jetzt setzen wir es wieder ein. Wir wollen Q errechnen. Wir müssen gleich die Formel nach Q umstellen. Ne? H Quadrat, also ist ja, wenn wir es einsetzen, 22,36 zum Quadrat ist das gleiche wie 50 für P einsetzen, 50 mal Q. Q haben wir nicht, Q wollen wir ausrechnen. Ne? Mal Q. Jetzt rechnen wir im nächsten Schritt 22,36 zum Quadrat. Was kommt da raus? 22,36 zum Quadrat. Und das rundet, kommt da genau, also 499,96, das kann man runden. Da kommt dann 500 raus. Ne? 500 ist gleich 50 mal Q, ne? Jetzt müssen wir hier einfach durch 50 teilen. Hier steht 50 mal Q. 50 mal Q, das Gegenteil davon
ist nicht 50 mal, sondern durch 50. Ne? Das Gegenteil von multiplizieren ist dividieren. Also müssen wir hier durch 50 rechnen. Auf der linken Seite müssen wir es durchführen. 500 durch 50 sind 10. Und 50, die fällt hier weg. 50 durch 50 ist 1. Ne? Einmal Q ist Q. Und hier herauskommt dann, 10 ist gleich Q. Also 10 cm wäre Q. Ne? Das ist schon das Ergebnis. Dann treiben wir hier oben wieder 10 cm ein. Ne? Je nachdem, was gesucht ist, müsst ihr dann nach diesem Wert dann auflösen. Die Formel nach Q, nach P oder nach H, die ist ja schon nach H umgestellt, nach H dann auflösen. Ne? Das wäre das Ergebnis hier. Ne? 10 cm können wir noch schreiben. Ne? Zentimeter dahinter wäre Q. Und jetzt nochmal, woher kommt die Formel? H Quadrat. Was ist denn H Quadrat? Das ist das Quadrat hier. Ne? 22,36. Ich nochmal. Genau. Dieses Quadrat hier, also das wäre dann auch H, ne? Dieses Quadrat hier, diese Fläche, das ist ja H Quadrat, ist genauso groß wie diese Fläche. P mal Q heißt das ja, ne? Ist genauso groß wie P mal Q. Das ist P und Q wäre jetzt hier, ne? Genau diese Fläche ist. Die blaue Fläche ist genauso groß wie diese hier. So P mal Q wäre das ja, ne? Blaue Fläche ist genauso groß wie die grüne Fläche und daher kommt die Formel. H Quadrat ist gleich P mal Q. Genau, das war schon zum Thema Höhensatz des Euklid. Der gilt übrigens nur im rechten Dreieck, im rechtwinkligen Dreieck. Hier muss ein rechter Winkel vorliegen. Wenn da nicht vorhanden ist, der rechte Winkel, können wir den Höhensatz des Euklid nicht anwenden.